Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht, eingesendet von 2DZSTB. 2DIZSTB. 2DZ. 2DZSTB. Es tut mir sehr leid. Es tut mir voll leid. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Ist das 2 ein A? Ist das ADZ? Jedenfalls eingesendet von 2DIZSDB vom Clan Cottons, eines Sumers. Und vielleicht schreibt mir jemand in die Kommentare, der den Spieler kennt, oder vielleicht der Spieler selbst, wie man das denn liest. Und es tut mir echt leid, aber bei einer derart kompliziert möglichen Ausdrucksweise, da muss ich auf Nummer sicher gehen. Ich nenne dich für dieses Gefecht, auch wenn es nicht stimmt, 2D. Oder? Ist es zu. Ist ja egal. Jedenfalls, wir genießen jetzt einmal die Runde mit der Sumers, einem Schiff, das zu außergewöhnlichem fähig ist. Und wenn wir uns einmal den Matchmaker betrachten, dann ist es diese Runde auch notwendig, dass es zu außergewöhnlichem fähig ist. Wir haben im Gegnerteam, naja, eine Midway. Die erschwert das Ganze. Wir haben eine Salem, die ist nervig. Wir haben eine Nevsky, die ist nerviger. Und wir haben eine Stalingrad, die ist nervig und genau. Wir haben Doppel Thunderer und eine Ohio. Und das ist eine kuriose Teamzusammenstellung aus ultra nervigen Schiffen. Vorteile unserer Sumers sind natürlich, wir sind super. Die Sumers ist meiner bescheidenen Meinung nach, und das ist natürlich subjektiv gefärbt, eines der besten möglichen Stahlschiffe. Zumindest eines, das mir persönlich am meisten Spaß macht. Ich glaube, man kann auch, ich glaube, jeder kann mit dem Schiff guten Schaden machen. Es hat eine für mich einfach super Kombination, und das trotz Wargamings Nerf in letzter Sekunde oder in der letzten Testphase. Eine super Kombination aus ausreichend guten in Anzahl und Damage, Torpedos, mit einer genügenden Nachladezeit und genügender Anzahl und Reichweite und Feuerrate an Guns, um mit der vorhandenen Aufdeckungsreichweite bestmöglich arbeiten zu können. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, oder es fühlt sich an, als wäre es nicht so wendig. Obwohl 620 Meter Wendekreisradius hat und 3,9 Ruderstellzeit, fühlt sich es nicht so gut an wie eine Gearing beim Fahren. Aber damit kann ich leben, denn wir haben hier 3x4 Quad-Torpedos mit fast 18.000 Schaden pro Torpedotreffer. Möglich natürlich, je nachdem, wo er auftrifft, das ist klar. Bei 66 Knoten. Und das kommt jetzt noch dazu, 16,5 Kilometer Reichweite. Sprich, er schaut, er ist, glaube ich, gerade nicht da. Ne? Ich glaube, er ist kurz auf die Toilette gegangen. Zumindest sieht es so aus. Jetzt bewegt er sich wieder. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich... Wie fährt er? Das ist interessant. Er fährt nur mit Karte vielleicht. Aber die Torpedos hätte er schon, jetzt ist er da. Die Torpedos hätte er schon vorher abschicken können. Kostet ja nichts. Sind die nicht im Reload? Sind 16 Kilometer? Der Thunder könnte locker reinfahren. Er hat vielleicht gewartet, um zu schauen, wo alles ist. Wichtig ist, dass die Radarschiffe gespottet werden. Also aufgedeckt werden, und dann kann man besser entscheiden, wie man es macht und wo man es macht. Aber die Torpedos, die hätte man schon auf den Weg schicken können, denn Stock haben sie eine Nachladezeit von, das nicht allzu schlechten, 130 Sekunden, sind 2 Minuten und 10 Sekunden. Kann man natürlich verbessern, einmal 10, einmal 15%, glaube ich. Und da kommt, das habe ich auch, kommen wir auf einen Wert, der relativ angenehm ist. Und jetzt, wo er näher rangefahren ist und schießen wollte, kommt eine Shimakaze um die Ecke, die eigentlich besseres Concealment haben müsste als die Sumers. Aber er schießt nicht. Eine Shimakaze ist ein trickier Gegner. Ist kein Gandidee, hat aber, ich glaube, 2150 Alpha, und wir haben 1800 Alpha, können dafür alle 6 oder je nach Skillung alle 5,4 Sekunden schießen. Ist okay. Gefällt mir gut. Man kann mit einer Sumers durch die schiere Anzahl auch gut eine Haaland ziemlich ärgern. Das Problem dabei ist dann halt der Reload. Also die Reparatur, die Trefferpunkte wiederhergestellt werden. Und der Reload, ja, war halt nur 4x2. Man muss gut aufpassen. Viel macht da der Kapitän aus. Für mich ist es aber eines der entspannendsten Schiffe,
die es zum Fahren gibt, weil mit 5,8 Kilometer gibt es nicht viel, dass ich fürchten muss, dass es vorher aufgeht. Dezente Torpedos mit dezenter Nachladezeit, da muss ich nicht fürchten, dass ich ohne Schaden aus dem Match gehe. Vor allem, wenn man ein bisschen auf die Karte schaut, weiß man, Ishimakaze wird da jetzt reingefahren sein. Könnte aber theoretisch auch noch die Halland sein. Also theoretisch ist das möglich, denn die war noch nie offen. Aber man weiß, worauf man sich einlässt. Man sieht zum Beispiel auch auf der Karte, dass er komplett alleine ist. Also er auch wundert, warum er nicht reingeht. Er kämpft hier 4 oder schlechtestenfalls 5 gegen 1. Ist nicht einfach. Der einzige Vorteil momentan ist, dass der Flugzeugträger ihn komplett ignoriert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er nach rechts gefahren ist. Oder dadurch fettere Beute hat, als eine einzelne Sommers zu jagen. Aber tatsächlich könnte das ziemlich kritisch sein. Weil, was unser 2DEZ-STB hier jetzt vielleicht machen möchte, ist, unerkannt zu agieren, um dann die Leute, die dann reindrehen, zu torpedieren. Ich glaube mal, die Nevsky und die Yoshino und die Ishimakaze sind nicht dumm genug, um zu folgen. Der Thunderer hat jetzt ein bisschen Angst. Weiß nicht, oh, die Nevsky fährt doch hinterher. Weiß nicht, was er macht, aber er möchte jetzt nicht weiter wegfahren. Er muss gegen die Slava anwinkeln. Ist auch nicht unintelligent. Und die Slava wird natürlich so schnell fliehen, wie es geht. Und fährt jetzt genau diesen Kurs, den unsere Sommer sich wünscht. Wie gesagt, auf kurze Distanz, überlappend fächern, aber er dreht komplett um. Wirklich, warum? Da, warum macht er das? Er nimmt den weitestmöglichen Weg zum Feind der Fandera. Er wahrscheinlich macht das, weil er die Torpedos der Sumias nicht naschen will. Das kann ich verstehen. Das naheste Schiff ist übrigens der DDNA drin. Ja, hat jetzt auch unsere Sumias gemerkt. Aber das ist ja... weiß nicht. Das ist ein kurioses Spiel gerade hier. Was soll man denn dazu sagen? Halland ist jetzt rausgegangen von der Moskwa. Aha. Die wurde also drüben gespottet. Harugumo hat auch mit drauf geschaut. Also haben wir hier tatsächlich nur die Ishimakaze. Es werden aber keine Torpedos in diese Richtung geschickt. Ist auch nicht einfach verständlich. Also ich verstehe, die Ishimakaze hat langen Reload, aber wohin schickt sie denn sonst, als wenn sie einen Glückstreffer bei einem DD versucht? Eigentlich nirgendwo hin. Schwierig. Wie gesagt, ich kann verstehen, warum die Sommers hier jetzt nicht so viel riskiert, weil wenn sie mal länger gespottet wird, fällt sie auch dem Flugzeugträger auf. Und wenn der sie jagt, gibt es keinen Kommen. Kann natürlich lange... Oh, da hat er noch was getroffen. Da hat er noch was getroffen. Was war das? War das tatsächlich nochmal der Thunderer? Wenn er nicht repariert, wird es der Thunderer sein. Weil der hat mit Sicherheit repariert. Und dann geht der Thunderer wahrscheinlich auch raus. Und jetzt sind die Torpedos angekommen und wir haben noch 20 Sekunden für den nächsten Abwurf. Bin gespannt. Ja, da ist er. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht sogar die Skillung sehen. Und da ist die Ishimakaze. Hinter uns rechts, schnell! Ah, er smoked. Er will nicht gegen Yoshino kämpfen. Ist natürlich nicht uneingebracht. Muss man tatsächlich sagen, weil Yoshino, die hat sehr viel HE-Alpha. Und ziemlich einfache Flugbahn, sodass jeder auf 10 Kilometer was trifft. Ah, Flugzeugträger jetzt auf der Kleber, das heißt, er hat es nicht weit zur Sommers. Wir lassen uns immer weiter zurückdrängen. Es steht 1-1. Es kann auch ein interessantes Gefecht werden. Momentan ist es eher von der ruhigen Art und Weise, aber man sieht, mit einer Sommers kann man das überlegen runterspielen. Natürlich, wenn die Ishimakaze jetzt hier nach vorne kommt, dann wird er wieder offen sein, dann wird die Yoshino wieder auf ihn schießen. Aber die ist momentan beschäftigt mit der Kleber, würde ich sagen. Also entweder jetzt einen aggressiveren Kurs einschlagen, oder aber Land gewinnen. Oder hier halt Luft gewinnen. Die Ishimakaze ist runtergekommen. Das könnte interessant werden. Die Ishimakaze. Ah. Ishimakaze fährt nicht rein. Jetzt schießen wird nur die Position verraten. Wichtig ist, dass die Anti-Air raus ist. Es ist ein taktisches Gefecht hier. Weniger spannend, was die Action im Gefecht selbst betrifft, denn Torpedos sind lautlos, Torpedos sind langsam, Torpedos sind leise. Bedeutet, es kommt auch keine Fulminanz auf.
Kulminant wird es jetzt wahrscheinlich, wenn wir gegen die Shimakaze kämpfen. Die Torpedos gehen tatsächlich auf die Yoshino, aber auch auf die Shimakaze, die vielleicht wieder weiter nach rechts eindreht. Die Stalingrad möchte man hier überhaupt nicht sehen. Es reicht die Yoshino, die hier ist. Und ich sehe auch, 2 DEZ-STB hat weniger Lust auf das Gefecht. Aber muss jetzt richtigen Schaden machen. Und jetzt sehen wir die Qualitäten der Kanone. Wie gesagt, und nicht so weit nach vorne halten. Alle, oh, wobei. Mit AP wird geschossen. Wir haben AP-Schaden von 2,1. Das sind nur 300, also 300 mehr Alpha. Und das lohnt sich fast nicht, weil Abpraller sind möglich. Da sind 6 Pens und ein Brand. Wie viel angenehmer. Oder Torpedoausfall. Die Shimakaze hat noch nicht geworfen. 2 Schiffe sind jetzt drauf. Das ist aber nicht die Yoshino, das ist die Stalingrad. Die ist genau. Die tut immer weh. Ich glaube, die Shimakaze möchte jetzt torpedieren. Das halte ich für eine sehr schlechte Idee. So viel Silhouette zu zeigen, ist beschissen. Smoken wäre besser gewesen. Aber das, ja, das war's. Das war's. Die nächste Salve regelt das. Wir zeigen auch ziemlich viel Breit. Da kommt noch eine Salve, vielleicht von der Stalingrad. Ja, da kommt sie. Und eine Salve von der Yoshino. Und dann kann es das gewesen sein. Seht, wie genau die Stalingrad ist. Wenn sie will und wenn sie kann. Und das war ein Gefecht, das relativ wichtig ist. Wenn wir die Stalingrad noch rauskriegen, und das sollten wir, bevor wir sie zu nah rankommen lassen, ja, da ist das Radar, aber da sind wir gleich drüber. Seht schon, einmal Speedboost drin und dann läuft's. Da muss man ein bisschen hochdrehen, weil die Stalingrad wird reindrehen. Aber das ist so ein genaues Miststück. Und raus. Ja gut, wäre wahrscheinlich auch ausgegangen in Kürze. Wird vielleicht noch eine Salve kommen, um zu schauen, um zu testen. Aber viel wird es nicht schaffen. Ich würde weiter nach links torpedieren. Ah nein, das ist noch nicht aus. Ja, aber dann gleich. 3-4 Sekunden noch. Go. Wie lange das scheiß Radar hält. Das ist ja Wahnsinn. Hallo? Und da kommt der Flugzeugträger angedackelt. Unser Flugzeugträger kommt mit dazu. Gibt vielleicht Anti-Air. Und da wurde vorausschauend und schon länger gesmoked. Schaut euch das an. Flugzeugträger kommt natürlich für die Sumers. Sumers weiß das. Ah, reparieren, sonst kann er nicht im Smoke bleiben. Unser Flugzeugträger hat falsch. Wohin setzt er denn? Ganz im Ernst. Wohin setzt er denn? Und hier muss man sagen, man ist hier mit dem Smoke der Sumers in einer Ausgangsposition, wo man einfach mal 2 Minuten im Smoke sitzen kann. Und wenn der gegnerische Flugzeugträger diese Zeit aufbringen möchte, um hier zu warten, dass man die restlichen 4300 runterkriegt, also 10% vom gesamten Gefecht, dann muss er das machen. Dann hat man tatsächlich schon einen großen Dienst erwiesen. Und der ist tatsächlich hier nach oben gefahren. Und jetzt wastet er sich gegen einen Thunderer oder was? Sieht so aus. Da habe ich schon Anflüge gesehen, die weniger kostspielig waren als der gerade. 1000 Schaden, Flugzeuge weg. Naja, jeder wie er mag. Bin gespannt, die könnten theoretisch sogar noch ankommen. Man sieht es leider nicht auf der Minikarte. Aber die sehen gar nicht schlecht aus dieser Perspektive hier. Kann ich da hinten? Nein, kann ich nicht. So, jetzt muss er sich schnell umpositionieren. Ein Treffer. Ist der schon durch? Nein, einer. 2. Oh ja! Das ist gut. So, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo Teamdienlichkeit gespielt wird. Muss natürlich. Flugzeugträger hat ein anderes Ziel. Da fliegt jetzt wahrscheinlich die Haruguma an. Ja, mal offenbar. Oder vielleicht die Monty. Das sind einfachere und leichter erreichbare Ziele. Wobei die Midway hier drin ist bei A. Und ja, da wird schon vom Thunderer gepinkt. Da wird er hin. Ja, ist aber schwierig. Er hat wenig Trefferpunkte. Und er möchte nicht unbedingt gegen den Flugzeugträger kämpfen, wo er nur Flugzeuge abschießen kann. Ja, yeah, you are alone, ganz genau. Das ist das Problem. Und er hat sehr wenig Trefferpunkte. Das bedeutet, wenn es schlecht läuft und der Flugzeugträger ein bisschen was drauf hat, dann wird er merken, sobald er offen ist, oha, da ist eine Sumers. Das ist die Sumers, die auf dem direkten Weg von oben nach unten gefahren ist. Da muss ich hin, ansonsten bin ich am Arsch. Wenn ich unsere Sumers wäre, dann würde ich, sobald ich den Flugzeugträger in Reichweite habe, meine Torpedos in diese Richtung schicken. Und das mit nicht allzu großem Spread, sondern nur das Cap. Nur das Cap. Auf die letzte Position. Der Flugzeugträger wird nicht weit gefahren sein. Und wenn, ah, da ist er, schau. Und wenn ist er stehen geblieben. Torpedos hier hin und dann weiter darauf zu. Die Torpedos werden nicht aufgedeckt.
Er wird, wenn überhaupt, weil rückwärts dauert es zu lange, nach vorne fahren. Deswegen würde ich die Torpedos da eher in den Weg schicken. Er ist jetzt offen. Er weiß, dass was kommt. Also jetzt Torpedos abwerfen, solange der Flugzeugträger noch nicht sieht, dass Torpedos abgeworfen worden sind, weil eine verräterische Wendung ist natürlich einfach zu deuten. Das bedeutet, eine D zeigt breit, Torpedos incoming. Man kann sie zwar nicht aus dem Rohr ploppen sehen, aber man weiß, dass da was ist. Aber der Flugzeugträger, der sieht noch nichts. Er fährt zur Moskwa. Er fährt näher an die Insel. Er sucht die Somers, fliegt aber daran vorbei. Er müsste jetzt seinen maximalen Aufdeckungsradius, müsste er wissen, und müsste den abfliegen. Anstatt jetzt nach rechts zu fliegen. Er hat natürlich die langsamen Torpedobomber mit. Das ist klar. Und schaut, das, was ich predicted habe, das macht die Midway auch. Sie fährt nach vorne und sie fährt nach rechts, sie will fliehen. Also ein bisschen weiter nach rechts kann man die ruhig noch schicken. Ja. Ah, jetzt ist er offen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wurde bemerkt. Komm, Torpedos hin. Bringt so nichts. Ist zu nah. Das muss raus. Ein vielleicht noch auf die Ohio. Wo ist der gegnerische Flugzeugträger? Oh, da kämpft oben gegen die Alnevsky, damit der selbst nicht rausgeht. So wird es schwierig. Aber zwei haben getroffen. Dann müssen wir hoffen, dass viel Schaden gemacht worden ist und die nächsten vier auch noch treffen. Wir haben noch einen Werfer ready. Und wie gesagt, obwohl es spannend ist, haben wir Zeit genug. Immer noch offen. Zwei treffen. Komm, schieß. Einfach rausschießen. Torpedos und rausschießen. Schnell. Schnell, 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 schnell. Schieß! Bleibst offen. Das ist das, was viele Spieler falsch machen. Es ist ein Flugzeugträger, gegen den man kämpft. Einfach schießen. Das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Vielleicht trifft er mit den linken zwei Torpedos hier unten noch die Salem. Das wäre vielleicht lustig, weil der Kurs in diese Richtung, ne, und die Reichweite könnte passen. Aber der Flugzeugträger sollte er eigentlich rausnehmen, wenn er nicht extrem den Kurs verändert hat. Einer. Ja, da ist er. Sehr gut. Aber bei einem Flugzeugträger, selbst wenn ihr glaubt, ihr könnt außerhalb der Sichtweite fahren, wenn ihr auf 6 Kilometer seid oder auf 6,5, der nimmt die Flugzeuge und hält auch dauernd offen. Einfach schießen, was das Zeug hält. Es zahlt sich nicht aus, dass man noch, also dass man nicht den maximalen Schaden rausholt. Hier ist jetzt kein Problem. Er hat trotzdem den gesamten Schaden abgefahren, den er ausfahren konnte. Aber manchmal schießt noch wer drauf. Dieselbe deletet den dann fast. Dann hat man 5000 weniger Schaden gemacht und geht trotzdem drauf, weil man so nah dran war, weil man die Hauptarbeit erledigt hat. Ist ja, das zahlt sich halt hin und wieder nicht aus. Wir sparen an Munition, so teuer ist die nicht, haut sie raus. In Stresssituationen ist immer schwierig, koordinieren. Na, links, rechts, links, rechts. Ganz, Torpedos, immer eindrehen, lästig. In diesem Fall war das nicht so. Trotzdem, 199.000 Schaden, aber das ist nicht das Beeindruckende. Schaden machen kann jeder. Beeindruckend ist, dass er auf dieser Seite quasi alleine war. Er hat es nicht geschafft, die Seite zu halten. Sie sind trotzdem durchgebrochen, aber nicht nach außen hin. Er hat es leider auch nicht geschafft, das Cap zu holen. Sie haben es trotzdem erobert, aber alleine ist es schwierig. Sie sind halt nach innen, eins versetzt, auf der Viererlinie angekommen. Aber man kann nicht alles alleine machen. Er hat aber maßgeblich dazu beigetragen, dass das Gefecht schlussendlich gewonnen worden ist, weil alle einfach geflohen sind, ohne Rücksicht auf Verluste und einfach darauf geschissen, um ihr eigenes Gefecht zu machen. Zum Glück hat die Somers das nicht getan. Und hier haben wir die Endscreens. Das ist der Kapitän. Interessante Skillung. Ich vermeine eigentlich ganz anders. Also ich habe Torpedo Reload drin. Jeden Fall. BFD weiß ich gar nicht. Kann sein, dass ich den mit drin habe. Dafür habe ich natürlich keines von denen hier. Also keinen RPF. Dankeschön, Gehirn. Ah, ist interessant. Mal was anderes zu sehen. Meine ist halt ausgelegt auf Torpedos und Guns, die sich erwehren können. Full Schaden. Und natürlich Adrenalinrausch, und das müsste auch mit dabei sein. Ich glaube, ich habe keinen Inspekteur. Ich muss mal nachzählen. 1, 5, 11, das sind 19. Ganz genau. 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18 und dann wahrscheinlich eins von denen hier. Wahrscheinlich das. Ich glaube, so habe ich die geskillt. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube schon. 199.000 Schaden ist brutal. Ihr müsst das übrigens nicht zuschneiden, außer ihr wollt nicht, dass man da viel zu außen rum sieht. Aber es sind halt die Endscreens.
Das ist ja nicht so tragisch. Den Namen sieht man. 199.000 ist brutal. Die Sumerus auf Platz 1 mit 2723, wie gesagt, hat die Seite gehalten. Wo ist denn die Slava? Das wäre noch interessant zu wissen. Slava, 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 Slava. Da. 1573 Punkte. Ja, für ein Schiff, was wegfährt, ist das okay. Aber es macht halt das, was es vorher auch schon gemacht hat, nur hat es viel bessere Panzerung. Hier sehen wir, es wurde einfach quasi extrem viel Schaden mit Torpedos gemacht. Ein bisschen noch mit der Hauptbatterie und das ist guter Schaden auf die Shimakaze gewesen und deswegen auch die vielen Punkte. Thunder Midway gibt nicht so viel, Stalingrad ein bisschen mehr und hier sehen wir die Kapitän-ZB. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.